Willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Vlog. Im letzten Vlog habe ich euch ja die Sachen von Lidl und Co. gezeigt und euch gesagt, im nächsten Vlog gibt es einen richtig, richtig großen Haul mit den ganzen Sachen, die ich die letzten Tage eingekauft habe. Hey, mein Grins. Ja, im letzten Vlog habt ihr es ja gehört, der Lias ist gerade wach geworden. Ich habe ihn jetzt hier zu mir gesetzt. Geh mit Schatzi. Und hier stehen jede Menge Tüten. Ich kann es euch gerade mal zeigen. So sieht dies Desaster gerade aus. Das alles zeige ich euch jetzt. Deswegen macht euch echt auf was gefasst. Es wird eine Zeit lang dauern. Deswegen, ich denke, weil heute passiert auch sonst nichts mehr. Ich bin die ganze Zeit am Videoschneiden. Habe jetzt vorhin auch schon zwei Videos geschnitten. Eins werde ich dann nach diesem Haul gleich online stellen. Und das zweite ist für morgen schon fertig. Yay. Richtig, richtig gut. Dadurch, dass mein Freund jetzt auch bald nach Hause kommen müsste, eigentlich jeden Moment, wird heute auch nicht mehr großartig was passieren. Wir werden den Abend gleich miteinander verbringen. Heute Abend kommt ja Höhle der Löwen. Wir lieben diese Sendung, deswegen wollen wir das auch in Ruhe schauen. Deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt mal an. Ich gehe mal danach, wie ich die Sachen eingekauft habe. So. Ich war ja beim Zalando Outlet Store. Da habe ich tatsächlich eine Sache für den Lias gefunden. Und zwar Gummistiefel, die ich jetzt schon, wollte schon länger mal Gummistiefeln für ihn holen. Natürlich nicht für jetzt, erst für, wenn er dann laufen kann. Also das ist wirklich so für den Winter gedacht, für den Frühling, je nachdem. Ich habe auch extra schon die Größe 20 genommen. Da haben auch übrigens ein paar Stück gefragt. Er trägt, also aktuell hat er immer noch Größe 17, 17,5. Ich habe ihn jetzt immer mal wieder schon Schuhe angezogen, einfach weil es wirklich kalt draußen ist. Ich habe jetzt heute zum Beispiel ihm nur Socken angezogen gehabt, weil wir ja nur zum Lidl sind und dann wieder nach Hause. Er hatte so kalte Füße, obwohl er diese ganz dicken Krabbelsocken anhatte. Also das mache ich nicht mehr. Ich werde ihm wirklich weiterhin die Schuhe, das ist halt die Größe 18, die ich ihm aktuell anziehen kann. Wir haben keine kleineren Schuhe. Genau, ja, auf jeden Fall denke ich dann, dass er so gegen Winter, ja, vielleicht so um seinen Geburtstag rum, vielleicht Januar, Februar, ich weiß es nicht, wie schnell das geht. Manchmal geht es ja schneller, als man denkt. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal die Größe 20 mitgenommen. Das sind die Gummistiefel, die ich ihm mitgenommen habe. Eagle oder Eagle, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Die kosten normalerweise 30 Euro, was ich für Kinder Gummistiefel schon einen ordentlichen Preis. Also finde ich schon, dass es ein ordentlicher Preis ist, muss man wirklich sagen. Die waren jetzt bei Zalando Outlet Store für 9,95 Euro und da fand ich es vollkommen in Ordnung. Also ich denke, so bis 20 Euro hätte ich mir alles noch gefallen lassen. Wobei es halt krass ist, weil die tragen sie gerade mal wirklich eine Saison, also wirklich für 2, 3, 4 Monate und dann war es das. Ja, also das ist schon echt krass. Aber es sollen trotzdem gescheite Gummistiefel sein mit einer guten Sohle und die richtig schön dicht sind und das ist halt wirklich eine gute, teure Marke. Und wie gesagt, für 10 Euro habe ich die mitgenommen. Die gab es in verschiedenen Farben. Ich habe mich hier jetzt für das Dunkelblau einfach entschieden. Ich zeige euch das hier noch kurz, auch wenn es jetzt nicht vom Zalando Outlet ist. Ich habe noch eine Sache vom Zalando Outlet Store, die ist für mich, aber die zeige ich euch gleich. Ich war nach Zalando noch kurz nebendran bei Ernstings Family und da habe ich diese Söckchen, Schüchen, beides in einem Krabbelsocken mitgenommen. Die finde ich so süß. Die haben gerade mal 4,99 gekostet in der Größe 74, die er jetzt gerade trägt, bis 80. Und so sehen die aus, richtig goldig hier, wie so Söckchen praktisch. Hier sind so Bärchen vorne drauf und dann hier das Gestickte praktisch. Und hier halt so richtig wie so Hausschuhe praktisch, dass er da auch, ja, schön, ja, dass er Hausschuhe hat, warme Füße hat, damit ordentlich lernen kann, vielleicht auch zu krabbeln, weil er damit ja dann ja so ein bisschen Halt hat. Ja, ich fand die echt süß. Ich finde die voll, voll hübsch, deswegen, die sind mir direkt ins Auge gesprungen. Die gibt es auch in so schönen Farben für Mädels. Ja, die mussten direkt mit. Dann habe ich, wie gerade schon gesagt, im Zalando, allerdings, also die Schuhe für Lias habe ich im Zalando Outlet Store bekommen. Und das, was ich euch jetzt für mich zeige, habe ich in diesem Outlet Store, wo diese High-End-Marken drin sind, mitgenommen. Na, Schatzi, das kannst du jetzt nicht haben. Und zwar ist es so ein Pulli-Poncho-Dingsbums. Ich zeige es euch gerade mal und es ist so eine schöne Farbe, so richtig herbstlich. So sieht das Ganze aus. Also man würde denken, es ist ein Pulli. Es hat hier an der Seite aber so Knöpfe. Also wenn man es so gerade hält, ist es einfach nur eine, ja, wie so eine Decke, die halt eben hier für den Hals was frei hat und hier halt eben für die Arme. Man kann das Ganze aber auch aufknöpfen und dann wie so ein Schal benutzen. Also auch richtig genial, aber ich würde das halt eher so als Pulli, vielleicht dann mit einem langen... Zeige ich euch auch gleich. Ich habe da extra was für gekauft.
mit einem hellen Rollkragenpulli, so einen dünnen mit langen Ärmeln, dass man, weil hier hat man definitiv ja dann ein bisschen kürzere Ärmelchen. So hübsch. Also ich habe mich richtig drin verliebt. Das ist jetzt natürlich eine totale Geschmackssache. Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Und das ist, ich muss mal gerade, ach, die haben das, glaube ich, abgemacht, das Preisschild, oder? Also auf jeden Fall ist es von Polo Ralph Lauren. Moment, ich weiß es nämlich gar nicht mehr hundertprozentig. Das sind die Schuhe. Jetzt ist Family. Der hat 70 Euro gekostet. Ich weiß aber nicht mehr, von was da gibt's. Das kann doch nicht sein, dass jetzt hier kein... Wird das abgemacht? Ach, hier ist es doch. Oh Mann. Okay, das ganze Ding hat 170 Euro gekostet. Vollkommen utopisch verrückt, würde ich niemals für ausgeben. Es war halt auf 70 Euro reduziert und selbst da habe ich echt überlegt, willst du so viel Geld dafür ausgeben? Hat mir nicht so gefallen, der Preis, aber ich habe wirklich mich so darin verliebt, dass ich gesagt habe, ich habe es an den Wagen hingehangen und bin dann nochmal durch den Laden gelaufen und habe mir angeguckt und habe gedacht, nee, komm, du nimmst es mit, das ist so, 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 so schön. Ja, mein Schatz, ist schön, gell? Ja, ist schön. Ich weiß, dass ich das oft tragen werde und im schlimmsten Fall kann ich das an den Seiten aufmachen und dann als Schal benutzen. Also das funktioniert immer. Ja, ich denke, dass es eine gute Entscheidung gewesen ist. Ich werde es meinem Freund gleich mal zeigen und mal gucken, was er dazu sagt. Das ist halt schon ein heftiger Preis, aber ich finde es echt schön. Und bei den ganzen, bei diesen Knöpfen hier steht auch überall Polo Ralph Lauren oder Ralph Lauren, wie auch immer man es aussprechen möchte, Ralph Lauren drauf. Finde ich auch richtig hübsch. Also Liebe. Große, große Liebe, teure, teure Liebe. Also unglaublich. Deswegen habe ich auch, ich war ja unten in diesem, habe ich euch ja gezeigt, in diesem Outlet-Store, wo ein bisschen teurer alles ist. Dann habe ich das ja gekauft, dann bin ich hoch zum Outlet und bin eigentlich wirklich direkt zu der Kinderabteilung, habe halt geschaut, ob ich was für den Lias finde und bin wieder raus, weil ich wollte dort gar nicht oben noch irgendwas kaufen. Wobei, ich habe ja schon oft in diesen Outlet-Stores, weiß der Geier was, wie viel Geld ausgegeben und habe dann aber halt immer irgendwie mehrere Teile gehabt. Jetzt habe ich halt mal für einen Teil ein bisschen mehr ausgegeben, aber ich habe echt ein bisschen schlechtes Gewissen, weil es ist echt ja, ein bisschen Geld. Dann war ich ja beim DM, das zeige ich euch aber gleich, weil das einiges ist, denn ich habe noch drei Teile und zwar vom New Yorker. Bei New Yorker habe ich einmal das gekauft, was ich euch gerade gesagt habe, schon für 6,95 und zwar so ein ganz, ganz, ganz dünner Rollkragenpullover. So. Also wirklich ein ganz dünner, da kann man auch nicht mal ein BH drunter anziehen, es wäre komplett durchsichtig. Also müsste man schon nochmal so ein ja, Tanktop, Unterhemd, wie auch immer, drunter anziehen. Und ich habe es mir in so einem, nicht totalem Schneeweiß, sondern so ein bisschen Creme ist es. Und hat hier eben noch so einen Rollkragen. Und wenn man sowas anzieht und dann sowas, was ich gerade gezeigt habe, drüber, finde ich mega. Und auch für die nächsten zwei Teile, die ich euch zeige, würde ich sowas zum Beispiel drunter anziehen. Finde ich richtig, richtig hübsch. Und der Preis, kann man ja echt nichts sagen, für 7 Euro. Ich hatte bei einer, nee, es war keine Puppe gewesen, es war so ein Banner, also ein Werbungsschild. Und da hatte die Frau, die da Werbung gemacht hat, beziehungsweise das Model, mein Gott, hatte diese Jacke angehabt. Und ich fand es so, 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 so hübsch. Ich weiß jetzt nicht, wie das natürlich, das sieht wahrscheinlich total bescheuert aus, wie ich das jetzt gerade anziehe, aber... Oh mein Gott, ich liebe diese Farbe. Diese Farbe schreit einfach nur Herbst. Ja, es ist einfach so dieses Oversize, locker, groß. Also das ist jetzt Größe M. Es ist wirklich groß, es ist extra so geschnitten. Die Frau hatte das irgendwie so angehabt und hatte hier so einen schwarzen Ledergürtel drum gehabt. Das sah so cool aus. Ich weiß gar nicht, was sie untenrum anhat. Ich glaube, eine schwarze Hose oder sowas. Also das sieht natürlich auch genial aus, wenn ich jetzt sagen würde... Schwarzes Oberteil, schwarze Hose, schwarze Lederhose, irgendwie sowas mit geilen Boots. Vielleicht das mit dem Gürtel, muss aber nicht. Und dann das einfach nur so als Farbcatcher sozusagen drüber. Mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Aber auch, kann ich mir halt vorstellen, wie gesagt, mit diesem Oberteil drunter zum Beispiel, in einen schönen Blue Jeans und dann so Karamell... Boots oder Karamelltasche, also so eine karamellfarbene Tasche oder beige, irgendwie sowas, finde ich auch geil. Also das Ganze dann so auf in der hellen Variante zu machen. Richtig, richtig hübsch, also mir gefällt es zumindest sehr, sehr gut. War 19,95. Oh, ich dachte 30, aber nur 20 Euro finde ich auch vollkommen in Ordnung. Das ist übertrieben dick. Also es ist richtige Masse hier, das ist richtig, richtig fett.
tatsächlich für den Winter oder schon als Jacke für den Herbst sozusagen. Da muss man auf gar keinen Fall eine Jacke noch drüber anziehen, also zumindest im Herbst nicht. Dann habe ich mir noch so eine Jacke mitgenommen und zwar in Bordeaux. Habe ich nämlich nicht, deswegen ist es mitgekommen. Nein, 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 die ist nicht in den Mund nehmen, nein. So, die ist auch relativ dick, aber nicht so dick wie die letzte. Das ist aber auf jeden Fall auch, ja, Winter oder wenn jetzt mal ein bisschen kühler ist, wenn man sagt, man hat ein bisschen dünneres Oberteil an, dann würde ich die auch anziehen. Die hat eine Kapuze noch, was ich echt cool finde, so als Gadget dazu. Und das hat nur 16,95 gekostet, also auch die finde ich super, super, super hübsch. Ich ziehe die auch gerade mal an. Oh Gott, ich bin hier voll in meinem Flodder-Style, gell? Aber was soll's. Ich ziehe das einfach nur so ein bisschen. Also. Würde ich wahrscheinlich niemals anziehen, aber egal. Ich mag das sehr gerne. Also solche Kapuzen mag ich sehr, sehr gerne. Und so sieht die aus. Die hat hier noch Taschen links und rechts. Das hatte die andere jetzt übrigens nicht. Keine Taschen. Aber... Boah, mag ich sehr, 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 sehr gerne. Ich finde das voll hübsch. Ich hoffe, die Farbe kommt auch richtig rüber. Richtig, richtig schön. Gefällt mir und ist super weich. Also das hier ist schon ein bisschen weicher. Das andere ist nicht so super weich, aber nicht kratzig. Beide von denen sind nicht kratzig. Sind beide sehr, sehr, sehr angenehm zu tragen. Joa, das war's schon. Schon. das sind die drei Teile, beziehungsweise vier Teile mit Zalando, die ich für mich gekauft habe. Alles andere, was jetzt kommt, ist... DM, Leute. Und es sind tatsächlich zwei volle große Tüten. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal quick durch. Für alle, die jetzt nur auf den DM-Haul gewartet haben. Sorry dafür, dass ich jetzt so viel gelabert habe. Deswegen, wir gehen jetzt mal ein bisschen schneller durch. Also, ich fange an. Eins davon habe ich schon rausgenommen. Von Purina One, die Sensitive mit Truthahn-Geschmack. Für meine Katzen, die lieben das. Also die, ich habe es richtig gemerkt, dass sie auf dieses Sensitiv-Truthahn total abfahren und es wegessen ohne Ende. Ob mit oder ohne Soße. Ich mache ja manchmal Soße drauf, aber das lieben sie total. Ich habe schon eine Packung jetzt heute Morgen aufgemacht und die haben es... Mein Schatz, der kitzelt mich an meinem Knie, mein Herz. Auf jeden Fall, davon sind zwei Stück mitgekommen. Dann etwas Neues von Denk mit. Alle, die mich kennen, wissen, ich liebe Denk mit. Ich bin absoluter Denk mit Freak. Und zwar gibt es jetzt solche. Ja, mein Schatz. Wie heißen die denn? Leuchtende Farben, Duo Aktiv Caps, Color Waschmittel. Also es ist auf jeden Fall so ein Waschmittel. Und es sind aber in diesen Pads praktisch drin, die man direkt in die Waschtrommel mit reinwirft. Also nichts mehr oben mit Abmessen, lieber wohl, keine Ahnung. Und das Ganze gibt es für weiße Wäsche, aber ich habe es jetzt mal für die bunte Wäsche mitgenommen, um das Ganze zu testen. Und ja, hier sind 16 Caps drin. Ja, und ich weiß gerade gar nicht, das ist ja so ein Doppeldingsbums. Ich habe es jetzt mal hinten durchgelesen, aber da steht jetzt nichts davon dabei, dass man da jetzt kein Weichspüler mehr reinmachen muss. Also das sind ja zwei durchsichtige, ich glaube nicht, dass da ein Weichspüler jetzt mit dabei ist. Flüssigwaschmittel. Ja. Das leistungsstarke Doppelkammersystem sorgt für... Achso, das eine ist für Reinheit und das andere für lange leuchtende Farben. Ah, okay, alles klar. Okay, also weil es ist hier so ein Doppelduo-Dings. So sieht das aus. Ich werde auf jeden Fall berichten. Ich finde das sehr cool, dass es jetzt auch mal günstigere Marken gibt, die sowas rausbringen, weil mich hatten die teuren Marken die letzte Zeit immer mal wieder angesprochen, aber ich habe es dann echt nicht gekauft, weil es ist wirklich teuer. Dann habe ich noch zweimal meine Kontaktlinsen mitgenommen. Da ist ja jeweils immer eine drin. Die gibt es für 5 Euro beim DM. Benutze ich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich finde die sensationell gut. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Sind hier ganz viele Flyer drin. Dann habe ich hier... Moment, kann ich auch mal direkt in die Mülltüte reinschmeißen. Von Evelyn die Maxi-Wattepads, 50 Stück mitgenommen. Das sind diese, die so ein bisschen extra dicker sind. Die mag ich ganz gerne, damit mache ich mein Gesicht sauber. Ich liebe die, die kaufe ich nur. Und dann sehe ich hier gerade, dass hier ganz viele Goodies drin sind. Das wusste ich gar nicht. Ich war bei einem DM gewesen, der wurde umgebaut, beziehungsweise irgendwie erneuert und hatte dann eine Wiedereröffnung. Und zwar ist es in Frankfurt-Sachsenhausen in der Ederichstraße. Naja gut, jetzt ist es auch egal. Auf jeden Fall ist der DM echt hübsch geworden. Und es gab an diesem Tag 10% auf alles. Und man konnte an einer bestimmten Kasse bei einer YouTuberin, und zwar die Saskia von Saskias Beauty Blog, für alle, die meine Vlogs jetzt nicht schauen, wenn man bei ihr in der Kasse gezahlt hat, und zwar genau eine Stunde lang hat sie kassiert, und alles, was in dieser einen Stunde eingenommen wurde, wurde komplett gespendet, der komplette Betrag.
Also bin ich ordentlich einkaufen gegangen. Also ich war dann noch in dem anderen DM gewesen, weil ich was anderes gesucht hatte. Da habe ich auch noch mal... Ja, mein Schatz, Moment mal. Also ich habe in diesem DM, wo man spenden kann, 95 Euro gelassen. Ja, mein Schatz. Und die Damen haben sogar an der Kasse eingepackt für einen. Dann habe ich denen extra meine Tüte gegeben zum Einpacken. Es hat aber nicht gereicht. Und deswegen hat sie mir dann hier nochmal diese DM-Tüte gegeben und dort die restlichen Sachen reingemacht. Und am Boden waren jetzt gerade diese Sachen. Das wusste ich halt eben gar nicht. Und zwar ist da einmal von DM das Magazin drin. Dann einmal einmal Taschentücher von Soft und Sicher. Und dann sind hier von Balea einmal eine Cremedusche, Milch und Honig und nochmal Cremedusche. Finde ich richtig genial, weil Duschen von Balea mag ich ganz gerne, die Haarsachen nicht so gerne. Deswegen, ich dachte gerade, es ist ein Shampoo und eine Spülung, aber es sind Duschen und auch noch Milch und Honig. Perfekt zum Mitnehmen, ob Schwimmbad oder Urlaub oder. Richtig genial, finde ich richtig cool. Und dann war das hier noch drin gewesen. Hier sind mehrere Kleinigkeiten drin, so Pröbchen von L'Oreal, Garnier und... Palmolive. Und dann sind hier noch von Sebamed so ein paar Sachen drin. Einmal eine Gesichtscreme für trockene Haut, dann eine Body Milk und eine Gesichtscreme, noch eine für nochmal trockene Haut. Ist es die gleiche? Ja, das ist die gleiche. Also das hier war noch mit dabei gewesen. Richtig süß, als ob die 10% nicht schon lang würden. Richtig genial. Genau, das war schon aus dieser Tüte. Dann schon lange nichts mehr gesehen bei mir. Ich kaufe ja fast gar keine richtigen Kosmetik, also Beauty-Produkte im Sinne von Schminke mehr, weil ich einfach viel zu viel zu Hause habe. Aber das Produkt hat mich wirklich interessiert und deswegen habe ich das mitgenommen. Und zwar dieser Stick hier von Maybelline, der Superstay Multi-Use Foundation Stick. In der Farbe 30 habe ich das Ganze mitgenommen. Also das ist einfach ein Stick. Ich versuche das Ganze mal, was heißt ich versuche, ich mache das Ganze mal auf, Augenblick. Boah, Krise. Kennt ihr das, wenn die Sachen so zugeklebt oder verpackt sind, dass man sich die halben Nägel kaputt macht? Okay. 585.000 Jahre später, aber ich habe es dann auch mal gebacken bekommen. So, jetzt kann ich es euch endlich zeigen oder auch immer noch nicht. Oh Mann, da ist noch eine Schicht drauf. Es kann sich nur um Stunden handeln. Geh, Baby. Es kann sich nur um Stunden handeln. Ey, unglaublich. Okay, jetzt aber. Jetzt aber! Baby spielt hier total lieb. Also, so. Das Ganze ist hier praktisch ein Stick zum Rausdrehen. Wow! Das ist aber ganz schön wenig Produkt dafür, dass das Ding 10 Euro kostet. Das hat mich jetzt ein bisschen erschrocken. Kennt ihr die Sticks, die man so hochdreht und man dreht und dreht und dann ist irgendwie so viel ungefähr drin? Und da ist gerade mal, das war's. Das ist der Stick, Leute. Das finde ich gerade echt ein bisschen krass. Weil man geht davon aus, von dieser Verpackung hier, dass es halt ein bisschen mehr ist. Und es ist gerade mal so, es ist gerade mal die Hälfte, die da Produkt drin ist. Und dafür, dass es soll ja Foundation sein, dass man sich das ganze Gesicht damit einschmieren kann. Ich denke, dass das Ding super schnell leer ist. Okay, finde ich nicht so cool. Aber ich will das Ding gar nicht als Foundation Stick nutzen. Deswegen ist es nicht so dramatisch in meinem Fall. Aber finde ich krass, weil das Teil hat echt 10 Euro gekostet. Und das, dafür finde ich es echt sehr, sehr wenig Produkt. Was ich cool finde, ist, dass es auf der anderen Seite hier so einen Schwamm hat. Und dieser Schwamm, den habe ich extra schon mal beim Tester getestet. Das habe ich gar nicht gesehen beim Tester, dass es so wenig Produkt ist. Ich habe es auch gar nicht aufgedreht. Auf jeden Fall ist dieser Schwamm relativ... Der ist nicht zu weich, nicht zu hart. Der ist richtig genial. Ich glaube, damit kann man richtig schön größere Sachen weiß ich nicht. Aber mir geht es darum, dass ich gemerkt habe, dass dieser Foundation Stick ungefähr die gleiche Konsistenz hat wie mein alter Concealer. Maybelline hatte vor sehr langer Zeit einen Concealer. Und zwar, ich habe diesen Concealer 15 Jahre lang benutzt. Das war so ein Abdeckstift, Coverstick hat er sich genannt. Und das hat ungefähr die gleiche Konsistenz wie diese Foundation. Das heißt, ich würde das gerne gezielt auf Unreinheiten oder Unebenheiten gehen, wenn ich irgendwo ein paar Rötungen habe, dass ich das gezielt 2, 3 Punkte davon gebe. Entweder mit der Hand einklopfe oder sogar mit diesem Schwamm hier.
Ja, mein Schatz. Und dafür finde ich es dann wiederum in Ordnung. Also ich hoffe, dass der gut sein wird. Dann würde ich ihn mir sogar noch mehr kaufen. Aber ich bin echt ein bisschen enttäuscht, dass da so wenig Produkt drin ist. Muss ich echt gestehen. So, als nächstes, wir machen weiter. Das Video wird endlos lang. Oh mein Gott, ich mach mal schneller. Ich habe insgesamt 3-mal den Hygienespüler mitgenommen von Denkmit. Beseitigt 99% alle Bakterien, Pilze und spezielle Viren. Ist auch für Kinderwäsche und so weiter geeignet. Alle, die mich lange verfolgen, wissen es. Ich liebe das Ding und ver... Ich drehe mit Lias. Hey, Lias. Papi ist wieder da. Komm, ihr grinst. Papi ist wieder da. Oh, mein Smiley. Komm, mein Smiley. Komm. Ja. So, weiter geht's. Also, ihr kennt es mittlerweile. Ich kaufe das immer und benutze es immer. Ihr seht es in jedem DM-Haul, in dem aufgebraucht Video. Deswegen ist mal wieder 3-mal mitgekommen. Papi. Oh Gott. Oh, die kalte. Der Lias hat den ganzen Tag kalte Hallo. Hände. Guten Tag, mein Name. Wow. Ich gerade. Ich lasse die Waffen mal angeguckt. Ist ja leider. Tschüss. Jetzt kann ich zu Ende drehen. Einen Regenschirm habe ich mitgenommen. Es war die letzte Zeit echt scheiß Wetter. Ich kann anders gar nicht sagen. Und ich möchte einfach, wenn ich mit dem Lias unterwegs bin, dann auch mal einen Regenschirm im Kinderwagen mit dabei haben. Klar, er hat seinen Regenschutz, aber dass ich auch so ein bisschen geschützt bin. Ich habe keine Lust, immer die großen Regenschirme mitzunehmen. Die habe ich zwar in meinem Auto rumliegen, aber trotzdem. Und meine kleinen Regenschirme, die sind alle kaputt. Ich habe 2 Stück. Einer ist irgendwie sowieso verschwunden und der andere ist an der Seite kaputt. Deswegen dachte ich mir, ich habe jetzt mal einen mitgenommen. Und es gab so einen schönen hier in so Bordeaux. Und ja, dann war er auch schon im Einkaufskorb gewesen. Dann habe ich, wollte es eigentlich nicht mehr kaufen. Aber mein Freund hat letztens gesagt, schau mal, riech mal an diesem Pulli. Und dieser Pulli hat original nach diesen Wäscheperlen gerochen. Und zwar ist es ein Winterpulli, den ich letztes Jahr im Winter gewaschen habe. Und der hat original immer noch nach diesen Perlen gerochen. Ist kein Scheiß. Ist ernsthaft so, gell, Schatz? Du hast mir letztens dein Pulli, ich sollte an deinem Pulli riechen. Du hast doch gesagt, der riecht immer noch nach diesem Wäscheparfum. Und der ist aus dem letzten Winter gewesen. Auf jeden Fall habe ich deswegen die mal wieder mitgenommen. Die sind unglaublich teuer, aber ich hatte eine kleine Möchtegern-Ausrede für mich selber. Und zwar gab es 20-fache Punkte da drauf. Und darum hat es sich schon wieder fast gelohnt. Es hat sich schon wieder fast selber bezahlt, so in etwa. Von Lenore, die Unstoppables Wäscheparfum-Perlen. Und zwar hier in dieser türkisenen Variante. Ganz große Liebe von uns beiden. Aber habe ich ja eine Zeit lang jetzt nicht mehr gekauft, weil es einfach wirklich teuer ist. Aber mal wieder mitgekommen. Dann benutze ich sehr, sehr gerne und die sind wirklich richtig gut. Seitdem ich halt eben die nicht mehr so benutzt habe, habe ich nach Alternativen gesucht und von Denkmit die Trockentücher für den Wäschetrockner allerdings nur. Also für Leute, die Wäschetrockner haben, die sind ganz, ganz toll. Ich habe die jetzt schon sehr oft nachgekauft. Wäschetraum. Das ist aber halt, das sind so Trockentücher, die halt eben so einen frischen Duft haben. Ungefähr der Duft wie diese Dinger hier, wie die Perlen. Also einfach sowas Freshes, frische Wäsche, ein bisschen blumig. Also sehr, sehr, sehr leckerer Geruch. Kommt bei mir wirklich in jede Wäsche mit rein. Also beziehungsweise in den Trockner mit rein. Dann habe ich hier von Babylove mal wieder Wattestäbchen mitgenommen, diese speziellen für Babys. Und sie sind fast leer, deswegen muss ich mal wieder aufrüsten. Dann Ovomaltine. Ganz, ganz, ganz große Liebe. Alle, die es noch nicht kennen, bitte probiert es mal aus. Aber ich sage immer wieder das Gleiche. Suchtgefahr, Achtung. Ich bin für nichts verantwortlich. Also ich bin absolut süchtig. Ich esse es fast täglich mittlerweile schon wieder. Eigentlich nicht so cool, aber ich liebe es einfach, was soll's. Dann habe ich von Babylove ein Schrank- und Schubladensicherung mitgenommen. Und zwar so ein eckiges. Und zwar für das hier. Diese Tür, die kann man so leicht aufmachen. Und der Lias geht schon überall hier dran. Und da soll er auf gar keinen Fall dran. Da sind Sachen drin, da hat er nichts dran verloren. Und deswegen ist das hier mitgekommen, der Lias. Ich hoffe, man sieht es eigentlich ganz gut. Das ist halt so ein Eckteil. Ich werde es dran machen in meinen Vlogs und euch dann zeigen. Das war nämlich super günstig. Ich glaube, 1 Euro irgendwas, also 2 Euro. Richtig, richtig gut. Und die zweite Tüte ist leer. Das waren 2 Tüten, die nur halb voll waren. Deswegen ist es für mich so eine Tüte. Aber jetzt kommt nochmal eine Tüte, die ist bis oben hin gefüllt. Aber da sind auch wirklich große Sachen drin. Deswegen, ich mache schnell weiter. Von Lilidoo sind die Feuchtetücher mitgekommen mit 99% Wasser. Wir haben noch welche, aber durch diese 10%-Aktion und
diese Spendenaktion habe ich jetzt definitiv auch ein paar Sachen auf Vorrat mitgenommen, die wir aber sowieso aufbrauchen. Von daher aus, wir lieben die Lididu feuchte Tücher. Okay, die Kamera ist gerade ausgegangen. Wahrscheinlich sind die 30 Minuten voll gewesen. Oh mein Gott, ich muss mich beeilen, weil sonst, ich weiß, zu lang. Sorry. Also, wir lieben die. Ganz große Empfehlung. Benutze ich immer so für Katzenwäsche zwischendurch. Sprich, für Gesicht und Hände, Füße. Einfach mal so, um ein bisschen kurz abzuwischen. Ganz, ganz, ganz toll. Dann von Babylove die Pflegetücher, diese Trockentücher, einfach um den Popo dann immer schön abzutrocknen, dass alles trocken ist, ist wieder mitgekommen. Dann von Babylove die feuchten Waschlappen, die benutze ich tatsächlich immer für den Hochstuhl, wenn er beim Essen gerade rumsaut oder danach kurz abwischen, weil davon brauche ich tatsächlich sehr, sehr, sehr viel auf und da sehe ich es dann nicht ein, hier die teuren Tücher zu benutzen. Das ist Schwachsinn, deswegen kaufe ich immer die von Babylove. Die sind trotzdem eine Top-Qualität, die benutze ich auch so immer, wenn wir unterwegs sind. Ich finde die wirklich richtig, richtig gut. Da ist Aloe Vera, Kamille-Extrakt ohne Alkohol logischerweise und damit mache ich ihn eigentlich so immer mal wieder am Tag, am Hochstuhl und so weiter sauber, gerade wenn es halt ums Essen geht und deswegen auch die große fette Packung. Dann sind von DM Bio die Käsetortellini mal wieder mitgekommen. Ich liebe die. Die sind sensationell lecker. Die habe ich schon sehr, sehr, sehr oft nachgekauft. Also kann ich euch nur empfehlen. Genauso wie von DM Bio die Dinkelpenne. Haben wir letztens erst aufgebraucht. Am Wochenende hatten wir uns Nudeln mit Tomatensauce gemacht und da hatten wir die hier aufgebraucht. Deswegen habe ich die mal wieder mitgenommen. Die zwei sind am Rumblödeln. Sorry für die Lautstärke. Dann habe ich von Hip die Gesichts- und Händetücher mitgenommen. Die mag ich sehr gerne wegen dieser Verschlussgeschichte hier, die irgendwie nicht aufgeht. Oh, okay. Die habe ich gerne mal unterwegs mit dabei. Tatsächlich nicht auch um zu wickeln oder sowas, da benutze ich das von Pampers. Aber hier von Hip, die mag ich sehr gerne wegen diesem Verschluss, um zwischendurch ihm mal übers Gesicht zu wischen oder wenn er irgendwie einen Keks gegessen hat und alles überall gelandet ist, nur nicht im Mund, man kennt's. Ja, dass man da einfach ein bisschen was zum Wegwischen hat und dadurch, dass es dabei ist, trocknet es nicht aus oder dass der Kleber nicht mehr richtig klebt, mag ich sehr, sehr gerne. Ja, damit mache ich immer so grobe Sachen weg. Oder was ich auch immer, ich habe immer die Packung dabei von Hip oder solche Dinger hier. Das ist wieder von Babylove, das, was ich euch gerade in der großen Packung gezeigt habe, einmal in der kleinen Packung. Also irgendwas von diesen feuchten Waschlappen sozusagen habe ich immer dabei, um ihn dann mal über die Hände zu waschen oder wenn er irgendwas angefasst hat, irgendwas gegessen hat oder halt einfach für unterwegs. Dann sind wieder mitgekommen, weil ich glaube, wir haben nur noch zwei Unterlagen gerade, also zwei einzelne, keine zwei Packungen, von Babylove die Wickelunterlagen. Da sind immer 10 Stück drin. Wir benutzen die tatsächlich kaum noch, tatsächlich nur für den Wickeltisch nochmal so als Schutz. Aber das tausche ich auch nicht so oft aus, weil da passieren eigentlich kaum, Gott sei Dank, kaum noch Unfälle mit dem Lias. Und er ist auch nicht mehr so durchgenässt nachts. Also wir haben das ja jetzt gemacht, dass wir die Windeln immer eine Nummer größer nehmen. Also da ist auch schon lange nichts mehr passiert. Beziehungsweise benutzen wir das gar nicht mehr als Unterlage zum Schlafen, sondern haben schon länger so diese richtigen Inkontinenzauflagen, also diese Auflagen für unter den Bettlaken sozusagen. Aber zu Anfang haben wir das sehr häufig verwendet, gerade weil er ja auch am Anfang so ein Spuckbaby war und halt sehr viel voll gespuckt hat. Da haben wir das immer benutzt und dann halt nochmal was draufgelegt, ein Mulltuch zum Beispiel, also so Spucklätzchen und so weiter draufgelegt. Aber das ist halt nicht immer durchs Bett durchgegangen ist oder durch die Couch oder durch die Krabbelmatte, wie auch immer, da haben wir meistens sowas drunter gelegt, aber das benutzen wir kaum noch. Also so ein Ding, das mache ich mittlerweile vielleicht in 3 Monaten leer. Also okay, 3 Monate ist übertrieben, aber vielleicht 2 Monate. Wir brauchen es wirklich selten, aber es ist jetzt gerade wieder leer gegangen, deswegen mal wieder mitgekommen. Und die letzten Produkte sind tatsächlich seine Nahrung und ich habe es insgesamt 3-mal mitgenommen. Tatsächlich wegen dieser Spendenaktion, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe erst an der Kasse erfahren, dass es diese 10% gibt. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich vielleicht sogar noch mal ein paar mehr Sachen eingepackt, aber ich habe durch diese Spendenaktion und ich hatte nur noch knapp eine halbe Stunde Zeit, bis es dann die Stunde vorbei gewesen wäre und bin dann schnell und habe die Sachen zusammengesucht, so meine Basics, die ich immer kaufe, wo ich weiß, okay, da mache ich nichts falsch. Das war schon gewesen, das war mein DM-Haul, Schrägstrich Zalando, Schrägstrich Ernstings Family Haul gewesen.
gewesen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr irgendwie noch was wissen möchtet, irgendein Feedback haben möchtet, eine Review haben möchtet oder irgendein Produkt total toll oder total schlecht findet, wie auch immer. Ich freue mich dann, von euch zu lesen. Und ja, ich würde sagen, ich beende an dieser Stelle diesen Haul-Vlog, würde ich mal sagen, weil der ist unheimlich lang. Deswegen würde ich sagen, für heute erstmal tschüss und wir sehen uns dann im nächsten Vlog wieder. Also macht's gut, ihr Süßen. Tschüss!